Salut und hallo, hier ist wieder euer Michael von der Biokoch. Wir machen heute einen Erdbeerkuchen. Lasst euch überraschen, das ist ein französisches Rezept. Okay, die Zutaten dafür sind Mürbeteig. Den gibt es bei mir fertig im Blog zu sehen, wie er gemacht wird. Grundrezept 1, 2, 3, ganz einfach. Erdbeeren natürlich, dann Eier. Saure Sahne bzw. Schmand oder Creme fraiche, normale Sahne, Zucker und das schon mit etwas Vanille drin, etwas einfach gemahlene Bonbon-Vanille, ersatzweise natürlich Vanillezucker, direkt schon zum Kaufen. Okay, wir rühren die Masse an, kommen die Eier in eine Schüssel und Zucker mit Vanille hinzu. Einmal kräftig durchschlagen. Gut, dann die Sahne hinein, die saure Sahne, und verrühren. Das ganze Rezept gibt es natürlich wieder zum Nachlesen. In der Infobox steht es drin, da ist der Klick drauf zur Homepage, wo alles genau steht. Okay, jetzt kommt die Masse auf unseren Mürbeteig. Das Ganze geht bei 160 Grad in den Backofen. Okay, der Kuchen war jetzt für eine Stunde bei 160 Grad im Ofen. Jetzt werden einfach die Erdbeeren halbiert und draufgelegt. Wenn er fertig ist, schwenkt mal gleich mal rüber. Ich wünsche euch schon mal Bon Appetit, wünsche euch euer Biokoch. Es hat euch wieder gefallen. Unten läuft die Kuchen-Playlist an. Da sind viele leckere Sachen drin. Rhabarber ist da drin. Erdbeerkuchen ohne zu backen zum Beispiel ist da drin. Ja, und vieles, vieles mehr. Zwetschgen, Kirsche, eigentlich alles, was das Herz begehrt.